Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Folge von Holzwerken TV. Ich stehe hier bei der Firma Magma in Auroltsmünster in Oberösterreich bei den 11. internationalen Vorführtagen. Neben mir steht Martin Schwantner. Martin, was habt ihr dieses Jahr bei den 11. Vorführtagen auf die Beine gestellt? Es ist uns erfreulicherweise wieder gelungen, internationale Topstars aus Neuseeland Rolly Munro, aus Kanada Michael Hoselak, aus Japan Saratsugu Watanabe und viele mehr hierher nach Auroltsmünster zu bringen, um deren künstlerische Holzbearbeitung unserem Kundenkreis vorstellen zu können. Also ihr habt ja richtig eine kleine Zeltstadt aufgebaut, wie das in den vergangenen Jahren auch schon war. Warum stellt ihr das jedes Mal so auf die Beine? Weil wir sehen, dass aus dem internationalen Raum sehr viel positiver Einfluss auf die deutschsprachige Drechsler- und Handwerkerszene geschieht und wir sehr froh sind, Leuten zu zeigen, was in der Welt der Holzbearbeitung passiert. Mhm. Oh, prima, wir gucken uns das jetzt mal an. Folgen Sie mir. Ich habe jetzt hier neben mir stehen Rolly Munro aus Neuseeland, der jedes Jahr hier nach Auroltsmünster kommt, um mit den Europäern zu drechseln. Rolly, sag mir bitte, warum kommst du jedes Jahr von Neuseeland nach Auroltsmünster? Ich bin der Designer des Munro Hollowing-Systems. Ich habe dieses Werkzeug erfunden, entworfen und stelle es auch selbst her. Ich denke, ich bin einfach am besten qualifiziert dafür, herzukommen und den Menschen in Auroltsmünster zu demonstrieren, wie dieses Werkzeug funktioniert. Denkst du, dass die Europäer von den angelsächsischen Drechslern ganz allgemein noch etwas lernen können? Ja. Die Systeme, die von Neuseeländern, Australiern oder Amerikanern verwendet werden, sind Systeme, die von alten europäischen Techniken abstammen. Alles, was wir tun, ist, einen frischen Blick darauf zu werfen und sie in einer anderen Art zu verwenden. Have a fresh look at those same systems and use them in a different way. Okay, thank you and enjoy woodturning. Thank you very much. It's incredible because you es ist can unglaublich, have aber hier kann man umsonst 6 oder 7 Meisterdrechsler aus der ganzen Welt sehen. Das ist klasse. Meine Lehrer, die nach Frankreich kamen, wo wir künstlerische Drechselkurse veranstalten, sind hier. Michael Hoselak, der auch hier ist, kam einige Male, um uns zu unterrichten. Also wir treffen uns oft auf der ganzen Welt bei Events, Symposien und Vorführungen und solchen Gelegenheiten. All over the world for the in events, symposium, demonstrations and things like that. Okay, jetzt hier vom Holzwerken-Mikro steht Stephen Woodley. Stephen ist derjenige, der grobe Balken mit einer noch gröberen Axt behaut. Steve, warum nimmst du dafür keine Kettensäge? Ich liebe es schon seit vielen Jahren, mit alten Werkzeugen zu arbeiten. Eine Axt hinterlässt eine Oberfläche auf dem Holz, wie eine Säge es nicht kann. Eine Säge erzeugt eine sehr gerade Oberfläche, während diese Axt eine gewisse Bewegung einbringt. Daher unterscheidet sich jedes Stück Holz von allen anderen. Mit nur 3 Äxten kann ich in den Wald gehen, einen Baum fällen und ihn in ein fertiges Bauteil verwandeln. Alles mit nur 3 Äxten. Und jedes davon ist ein Einzelstück. Beschreibe mir doch bitte den Unterschied zwischen einem gesägten Stück Holz und einem behauenen. Chopped one? Certainly, yeah. Gerne. Das gesägte Holz hat eine etwas rauere Oberfläche, die nicht so stark altert und sehr einheitlich ist. Es braucht also eine sehr starke Maserung, um interessant zu wirken. Mit meiner Axt hingegen werden die Hiebe sehr unterschiedlich. Wir nennen das Sculpting, formend. Das bedeutet, es gibt Bewegung mit dem Werkzeug. Und wenn dann das Licht darauf trifft, sieht die Stelle immer ein bisschen anders aus und eine widerstandsfähigere Oberfläche wird es auch. Durch die Art, wie die Axt durch das Holz schneidet, wird es ein viel glatteres Finish und sogar wasserabweisend. Because the way the axe slices the wood, it's a much smoother finish and more repellent to water. Es hat also viele Vorteile, so mit Holz umzugehen, statt es zu sägen. Vielen Dank für das Interview und viel Spaß hier in Auroltsmünster.